Ich glaube, das reicht noch nicht. Das muss noch ein bisschen weiter weg. Ah, verdammt. Okay, das hier absäbeln. Das muss ich irgendwo zwischenparken. Yep, da haben wir Platz. Sehr schön. Vorsichtig. Ah, ich glaube, mit noch einem müsste es eigentlich reichen. Genau. Hab ich da keine? Ach, hier sind sie. So. Genau. Ach, komm, machen wir noch einen dran, vorsichtshalber. Wieder da. Ah, sehr schön. Oh, das sieht so, ist so. Wenn du hier so guckst zur Sonne mit diesem komischen Prahlen, Mond im Hintergrund, Maschinerie, mit diesem komischen Regenkammchen. Oh, hier ist schon fast alles fertig. Ja, ich hole gerade noch ein paar Verbinden. kleine Stahlrohre und Das wird aber dann. auch knapp. Na, da Zwölf wird nichts Stück. knapp. Das passt schon. 24. Ah, bin ich mal gespannt beim Eindrucken. Ach. Ja, ich habe eben schon einen Probeversuch gemacht, aber es war zu kurz, also habe ich nochmal zwei Stück dazwischen gehangen. Ach so, wegen der Nase vorne. Genau. Ja, nicht reinkommen, ne? Aus. Ja, danke, Doc. So, dann nur verbinden. So, das und das, genau. Tada! So, und jetzt? Kannst du hier auch schon aufladen? Mit Strom? Hm. Ja, Strom werde ich jetzt praktisch auch aufgeladen. Meine Solarzellen, also meine Batterien, die laden jetzt gerade schon auf. Cool. Ja, da hat die zweite Windturbine hier auch richtig Sinn gemacht. Transport Warrior. So, und jetzt zieht er sich gerade Arm. das ganze Hydrogen. Wo ist es denn? Ah, hier sind die anderen Tanks, okay. Genau. So. Sind die Tanks schon voll, weil die vier Striche blau haben? Aber normaler. Nee. Nee, das ist jetzt nur, weil die Tanks halt auf Vorrat Sie gesetzt zu sind. schnell. Das heißt, die ziehen nur. Ja, stimmt, vorher hätten sie auf vier grün. Ah, und er ist hier fleißig am Produzieren. Sollte ich vielleicht noch einen Sauerstoffgenerator dranhängen? Ja, könnten wir eigentlich machen, Das vorsichtshalber. müsste doch dann doppelt so schnell gehen, oder? Genau, richtig. Bei der Menge an Eis, die wir haben, wäre das gar keine schlechte Idee. Einfach nochmal zwei oder drei hier dran. So teuer können die nicht sein. Aha, Steuerrohr groß. Wobei, er hat jetzt die großen Wasserstofftanks, die ich dran habe, sind jetzt zu knapp 80% voll, alle vier. Quatsch. Also da brauchen wir nicht mehr viel. Und die kleinen Brauchen wir Tanks keins. sind, ja gut, die kleinen Tanks haben eh nur ganz kleines Volumen.
Aber der hat eben alles erstmal in die großen Tanks gepumpt, also da brauchst du keinen weiteren dranbauen. Ja, weil der bei dem großen vorhin schon so lange gebraucht hat. Na ja, gut, der geht wesentlich mehr rein, ne? Mhm. Ja, deshalb das passt so. Ich muss ja mal gucken, dass ich hinten jetzt das kleine Schiff dann doch hübsch mache, ja, mit dem Bohrer. Mhm. So. Hier war, glaube ich, noch was drin, genau. Basis. Schicke Wand eingezogen. Ach so, da hinten, ja, ich habe so angefangen, so ein bisschen das hübscher zu gestalten. So richtig gefallen tut es mir trotzdem noch nicht. Ja, es fehlt hier hinten noch, ne? Da, wo der Aufzug hin soll. Wenn man es denn überhaupt noch... Aha. Ach klar, natürlich, hallo. Ist ja nicht so, dass wir für immer weggehen. Ist ja... Nur für kurze Zeit. Nur mal einen Ausflug. Chris, genau. Außen holen. Holzen aber schon ganz schön drauf. Brauchen schon ein paar Treffer pro Asteroiden. Das ist auch krass. Warte mal, haben wir hier noch irgendwie Stein? Oder warte mal, ich brauche mal kurz ein bisschen Stein. Ich will was ausprobieren. Nur kurz runter, der hat mal genug, aber hinten. So. Muss jetzt mal. Oh, ich habe doch gerade eben Stein aufgenommen. Oh. Das weiß ich nicht. Ja, doch. Ich habe gerade Stein abgebaut und aufgenommen, aber. Ist doch hier, ne? Neben der Basis. Aber hier fehlt auch nichts. Ja, zeigt mir auch nicht an, dass ich irgendwas aufnehme. Na, oh. Habe ich jetzt langsam mal Stein. Ne, er nimmt keinen Stein auf. Na, du bist aber auch in so einem Asteroiden-Ding drin, ne? Die manchmal spacken. Ja, aber eben hat das hier auch gehabt. Ach, das ist alles organisch. Jetzt hast du aufgenommen. Ach, das ist wieder diese Erde. Siehst du, so kriegen wir das organische Zeug. Ha! Ah! Okay. Ja, das läuft. Das finde ich gut. So, ich will nämlich nur mal gucken, ob das hier wirklich funktioniert. Kann ich das hier in die Bohrer reinpacken? Okay, gut. Also Verbindung ist da. Dann kann das hier weg. Ah, nein, kann es nicht. Ah. Gleich mal testen. 725 Organics. Wahnsinn. Wie viel zu unseren 60 vom Anfang. Heftig, ne? So, jetzt bin ich nur mal legen. Da die rein, wenn ich. Die kommen in den Biofuel. Och, keine Ahnung. Producer irgendwie. Ja, du hast Chancen, ne? Nee, Essensteil zieht sich die sonst leider. Nee, hat er auch gerade nicht. Ich spring die runter. Ach, der braucht Stahlplatten dazu. Genau, aber da müsste eigentlich welche drin sein. Weil der die verbraucht.
Yep, aber da zieht die nicht automatisch. Ich hatte aber welche reingepackt, dass er die dann benutzt. Die habe ich, glaube ich, aufgeräumt. Pack doch mal wieder welche rein. Wieso macht denn der jetzt nicht? Halt verfügbar auch gar nichts. Macht trotzdem nicht, ne? Nö. Einziges ist, dass er rot anzeigt, weil er 25.000 bräuchte. Da ist er. Der hat angefangen. Das bei 27%. Aus. Ein. Bei 30%. Ah, jetzt macht er! Jetzt macht er! Ah. Ja, so langsam, dass du es nicht siehst. Platten gefehlt. Oh nein! 33, 34. Yep. 50 Wasser. Kein Wasser mehr. Was? Oh, ich schnipp hier unten schon wieder hin und her. Hydro-Baum hier. Enclosed. Open Cage. Eigensollprodukt? Mhm. Und leckeres gebaut hast hier? Ich hab doch Wasser. Wieso trinkt denn der nicht? Okay. Will er nicht? Drinking Water. Der hat 48. Okay, komisch. Er macht das jetzt. Egal. Was haben wir denn hier oben schon wieder Schönes? Drei feindliche Signale. Ah, die fliegen weg. Ach, Gott sei Dank. Ja, hab ich gar nicht drauf geachtet, ey. Ja. Apis Plantary Fighter. Yay. Yeah. Energy Krima ran. Wind genug. Ich würde nochmal wieder aufräumen. Wie am schlechtesten machen. Würdest du den dann rüberfliegen? Ich weiß wie. Hier bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Ich feuer dich mal ein bisschen ein. Yay! Hast du deine Pompons dabei, ja? Ein Schweißbrenner, weißt du? Deine Füße kitzeln. Ach so, so ein bisschen Motivation verschaffen, ja? Ein. Ja, ja. Ach, Schniege. Brauchst du das große Triebwerk hier denn überhaupt noch?
Ja, das werde ich brauchen, damit ich den rüberfliegen kann. Da werde ich pro forma so ein paar Atmosphärenteile dran installieren. Ja, das ist nicht betriebsfähig. Ja, es hat ein bisschen gelitten. Ja, es macht ja nichts, ich kann es ja reparieren. Auch einmal fertig. Dahin. Ah, schön. Metallgerüst. Okay, glaube ich, dann habe ich zumindest Hydrogentriebwerke sind in alle Richtungen dann vorhanden. Dann fehlen eigentlich nur die normalen Triebwerke. Ja, nur die normalen fehlen da noch. Die Atmo. Schön. Genau. Ja, auch die fürs Wetter hier, diese, ich sag immer Ionentriebwerke, ne, diese, die man da halt braucht. Da sind ja auch die Ionen. Ja, das sind ja. Da fliegst du ja dann nur noch mit Ionen. Hatte ich jetzt ja. Wo habe ich den jetzt gerade? Oh, wenn ich nicht so vergesslich wäre. Ach, hier hinten, genau. Ja, geht mir nicht anders. Ach ja, schon die, genau, die Triebwerke. Es ist sehr gut, dass du es sagst. So. Ja, das passt. Metallgerüste. Das ist immer gar keiner beschaffen. So, zwei zum Bremsen. Ja, so hier. Ist zwar auch immer noch nicht so hübsch, wie ich es gerne hätte, aber auf jeden Fall schon mal besser als eben. Herstellungskomponenten. Okay, also das. Jetzt haben wir nach vorne, hinten, links, rechts, oben, unten fehlt noch. Gut, das ließe sich hier machen. Dann noch zwei, um abzuheben, genau. Ist ja hier, also herrlich, ist ja fast schon richtig hübsch. Bremse, Gas, hoch, runter, jo. Triebwerkskomponenten und große Stahlrohr, okay. Nächste wäre dann vielleicht noch rechts, links. Das hat schon. Da, diesen oben drauf. Wir haben noch große. Ah, sehr schön. Das ist ja super. Ach da, ja, die sind aus. Ja, jetzt. Bin nur noch den blauen Leuchten gegangen, das, ne? So, also jetzt kann er in alle Richtungen, aber ich glaube, ich werde dann noch vorsichtshalber ein Gyroskop mehr installieren, weil eins ist, denke ich, zu wenig, gerade wenn der das Gewicht dann hat. Den kriegt der garantiert, oder weißt du was? Passt sich gerade so schön, kriegt er zwei noch dazu. Symmetrisch. Ja, sieht ein bisschen hübscher aus, ne? Ach, du hast die eckigen genommen. Das fetzt auch. Ja, ich habe gesehen hier, diese Mod, die du mir damals empfohlen hattest, mit diesen ganzen Triebwerken hier, Tier 1, Tier 2 und sowas, die Ja. etwas stärker sind, dachte ich gerade so, nehme ich diese kleinen und dann diese stärkeren. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, die sind auch um einiges stärker.
Ja. Das merkst du wirklich. Lass mal gucken. So, Triebwerk. Also T2, T3 kannst du gerade noch so nehmen, T3, aber T4 auch die dementsprechenden Schiffe dazu haben. Weil die dann wirklich, wenn du einen tippst, der fliegt gleich sonst wohin. Ach ja, das Atmosphärentriebwerk ist noch nicht wieder heile, ne? Doch. Ach so, doch. Das musst du nur einschalten. Okay. Ich hab's drin. Das ist noch aus. Kleinen Moment. Dann schalten wir das wieder an. Das ist. Jetzt, jo. Du machst die Basis kaputt. Nein. Es ist. Geht. Du deutest das komplett falsch, also. Du hast nur aufgeräumt. Richtig. Ist doch scheiße. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn wir bremsen oder landen wollen. Oh, nee, das trifft mich nicht. Nö. Wieso? Hat's unseren Windpark getroffen? Kann nicht weit davon weg gewesen sein. Ja. Der Windpark steht noch. Bist du angekommen? Na, noch nicht ganz. Ich bin etwas langsam unterwegs, so mit knapp 8 Metern die Sekunde. Etwas? Ja, Vorsicht halber. Es ist, glaube ich, besser. Ich glaube, ich kann dich zu Fuß überholen. Au. Ja, im Sprint bleibe ich so an dir fast dran. Das heißt, ich darf nicht drauf hopsen. Sie aus dem Gleichgewicht gerät. Ja, wahrscheinlich. Das ist nicht wohl von hinten mich schon so einwirschen, weißt du? Dann mit Magnetfüßen dran. Aber ich lass dich mal lieber in Ruhe. Wahrscheinlich kollabiert es dann total, ey. Ja, die ganze Arbeit umsonst, das ist eine ganze Stunde. So, der Bremsweg ist auch episch, ja, also. Ja, gut, ist halt nicht für die Atmosphäre gemacht, ne? Ja. Es könnte sein, dass wir kollidieren, ich. Hebst lieber ein. So. Möchtest. Ich weiß nicht, ob ich drunter passe. Ich glaube nicht. Ach, willst du ein Fahrwerk drunter? Nee, ich will eigentlich noch einen Blockverbinder. Aber weißt du was? Ich parke das einfach hier. Ich baue dann einen Blockverbinder dran. Ja. So. Mach ich mal das aus. Abgelegt. Es ist nicht parken, das ist ablegen. Nein, das ist. Ach. Du siehst das viel zu kritisch. Nein, ich hab meinen Spaß. Das verletzt. So. Wenn ich das jetzt. Warte mal, hier müsste es. Ah, jetzt ist halt die Sache, wo packe ich das? Am besten. Ja, so eine Art, ne? Wo packe ich das am besten hin, damit es nicht kaputt geht? Durch die Triebwerke hier. Eigentlich hier. Ja, eigentlich hier. Es ist ja, du hast ja. Ja, eigentlich nur so weit wie möglich hinten. Genau. So, und dann muss es hier aber so weit wie möglich vorne. Oh, gut, das kriegen wir hin. So.
Genau. Also das ist ja, ja, ich gucke dir das mal an, ne? Ich glaube, die Tanks müssten jetzt auch schon. Ich guck mal. Wir müssen jetzt eigentlich voll sein, wenn sie vorhin bei 80% waren. Ja, wir sind auch voll mit Eis und wobei, nee, Eis nehme ich nichts mehr. Nee, warte mal. So, das war viel. Wo sind die jetzt da? Genau, die sind alle voll, die großen und die kleinen. Die sollten auch voll sein. Genau. So, habe ich jetzt die Triebwerke. Das sind die. Die sind an. Ja, die sind an. Okay. Ach, das wird so. Das wird so schlecht. Ich sehe es jetzt schon kommen, du. Alle Blöcke, genau. Wo ist der Blockverbinder? Da ist er. An aus, okay. Es gibt nur an aus, das ist gut. Dann stellen wir das hier drüben auch einmal ein. So, Blockverbinder. An aus. Genau. Achso, hatte ich die Hydrogentriebwerke hier? Nee, habe ich gar nicht. Ha! Och, schlecht. Nee, die hast du gar nicht genutzt, oder? Ja, ich gucke gerade, habe ich hier Wasserstoff oder Hydrogentriebwerke? Ah, ich hab alles genommen. Das ist ja super. Das lässt sich natürlich ganz, ganz toll dann kombinieren. So. Hydro. Weil ich mache das immer gerne als Gruppen und lege das hier in die Schnellauswahl, dass man dann die Triebwerke bei Bedarf an- und ausschalten kann. Genau, die sind jetzt auch da. Sehr gut. So. Ja, die Seitentriebwerke sind immer noch nicht an, ne? Vollen. Ionen. Eigentlich müssten gerade gar keine an sein von den Ionentriebwerken. Doch. Warte. Hinten diesen. Hinten die jetzt sind alle an. Ach. Und, ich habe die Gruppierung noch nicht geändert. Herrlich. Bin gleich wieder da. So, mal gucken, ob das jetzt. Ach ja, jetzt sind alle aus. Sehr schön. Ach, dann bin ich beruhigt. Sehr gut. Okay.